Wir beginnen einfach einmal wieder in ganz einfachen Worten nochmal das, was hundertprozentig sicher ist. Diese Identifikation mit irgendeinem Gedanken von sich selbst. Es ist so unendlich wichtig, weil du bist in der Lage, wirklich alles zu verändern und du ist der Geist, der sich jetzt eine Welt ausdenkt. Du denkst dich selbst aus und du denkst dir Welt aus. Und ich mache jetzt diese Aufzeichnung trotzdem nochmal, obwohl das zigfach erwähnt ist. Es ist schlichtweg und einfacher so. Ich wiederhole das vom letzten Selbstgespräch, ich präzisiere das etwas. Das ist die Wurzel. Allen Übels, allen Leids, das du Geist erlebst, ist diese falsche Vorstellung von dem, was man selbst ist. Du musst einfach wissen, du bist was anderes wie eine Information, du bist was anderes wie irgendetwas Existierendes. Was wir jetzt sagen, ist hundertprozentig sicher und es ist sehr, sehr hart. Ich sage als erstes, du stellst dir jetzt vor, du denkst an dich. Du hast eine gewisse Vorstellung, wenn du an deinen Körper denkst. Und jetzt machen wir eine normal gesprochene, einfache Situation. Irgendeiner macht eine perfekte Bleistiftzeichnung von dir. Wir schauen uns das Bild an. Ich sage jetzt absichtlich wir. Wir sind eigentlich ein alleinziger Geist. Wenn ich jetzt das Bild sehe, hängt es davon ab, wer ich zu sein glaube. Mir sagen wir mal, die Ritter wird gezeichnet und da ist jetzt der Holger dabei. Ich mache jetzt den, der sich in Ritter und die Holger ausdenkt, wo ich sage, das sind zwei Geistesfunken von mir, ich bin der Geist vom Bücherregal. Dann wird beim Schauen, wird der Holger sagen, hey, das ist ja die Ritter, ist die gut getroffen? Und die Ritter wird sich denken, das bin ich. Beiden ist aber eigentlich klar, wenn sie sich Gedanken machen, dass dieser Fetzen Papier mit der Bleistiftzeichnung drauf nicht die Ritter ist. Das ist schon ein extrem unbewusster Zustand, weil man sich in dem Moment bewusst ist, was jetzt eigentlich als Information vorliegt. Das ist schlichtweg ein Fetzen Papier, der jetzt in dem Fall real in einer gewissen Entfernung außerhalb des eigenen Gehirns erscheint. Ich sage immer auf der VR-Brille erscheint und Holger-Programm wird sagen, das ist die Ritter und die Ritter wird sagen, hey, da bin ich aber gut getroffen. Ich aber gut getroffen. Ich könnte jetzt in einem unbewussten Zustand sagen, die Ritter, hey, das bin ja ich. Jetzt machen wir dasselbe mit einer perfekten Fotografie. Ich sage auf DIN A3 ein Porträt von einem Meisterfotografen fotografiert, auch die Ritter. Das Spiel bleibt sich gleich. Holger wird wieder sagen, hey, ist die Ritter super fotografiert, aber das ist dann die Ritter. Interessant, im normalen Zustand wird jeder sagen, das ist die Ritter. Ich sage, nein, das ist einfach nur eine Fotografie. Ritter wird wieder sagen, das bin ich. Was ich damit ausdrücken will, dass die Fotografie eigentlich schon echter erscheint wie die Bleistiftzeichnung. Aber jetzt das Verrückte passiert in dem Moment, wo du Geist an deinen jetzigen Körper denkst. Wir sagen mal, du wärst jetzt, du spielst die Rolle der Ritter. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst, du hältst die Hände vor dich hin, die Hände vor dich hin, das kannst du mit deinem Körper machen. Du schaust an dir runter, du fäst dich an, dann spürst du dich, dann siehst du dich, das, was du zu sein glaubst. Aber das ist genauso eine Information wie die Fotografie oder die Bleistiftzeichnung. Interessanterweise, in dem Moment, wo du jetzt ganz bewusst, meinetwegen schockiert, jetzt sagst, boah, ist das eine super Zeichnung von mir. In dem Moment ist kein Hauch von irgendeinem Gedanken oder Information von dem eigentlichen Körper da. Und wenn du wieder an was anders denkst, ist der Körper komplett weg. Das ist das, was schaut, ist was anders wie eine Information. Das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kannst du nur überprüfen, wie intensiv in dir der Glaube noch drin ist. Dass du dieser Körper, dass der auch dann da ist, wenn du nicht an ihn denkst. Und ich sage, wenn ich das jetzt, diese Feststellung, irgendeinem Gegenüber sage in meinem Traum, und der sagt nicht, oh, das stimmt ja, ich sage, den kannst du sofort abhaken. Es ist nur, einfach nur eine vergängliche Existenz in deinem Traum. Wenn jetzt in dir einer auftaucht, den du das erklärst, und der sagt, hey, das stimmt ja, der, der das sagt, den kannst du auch abhaken, weil der genauso bloß eine ausgedachte Figur ist. Aber da ist irgendwas im Hintergrund, was ich Geist nenne, das zu verstehen anfängt. Und der Wahn des eigenen Glaubens, das ist das Gefängnis, in dem er eingesperrt ist. Es ist immer wieder das, was dir logisch erscheint. Du musst wirklich, ich habe gerade hier, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben, das ist natürlich schon mal sehr trügerisch. Ich sage dazu, es gibt kein Vorher.
Es ist immer dieses Jetzt im ständigen Wechsel. Wenn du mal dir die Mühe machst, das habe ich öfter mal an, dass deine Informationen, die du holst für die Außenwelt, holst du dir in der Regel aus Zeitung, man sagt jetzt eigentlich aus dem Internet, was jetzt treffender wird, die Zeitung wird ja immer weniger interessant, dass der Einzige, der manipuliert, bist du selber. Wir hatten hier jetzt diese Corona-Demonstration in Berlin, das ist hochinteressant. Du wirst das mal feststellen in deiner Welt, wenn du jetzt reingehst, die Presseberichte in der deutschen Presse, die sprechen immer von 36.000. Jetzt sind ja da Filme drin, wo hier welche in Zeitraffer durch diese Menschenmengen durchgehen. Interessanterweise, wenn du mal das ausländische Internet, einige ausländische Fernsehsender, wenn du dir mal abrastest, die sprechen von 1 bis 1,5 Millionen Menschen. Was übrigens nachvollziehbar ist, jetzt natürlich nur, du schaust wieder Pixelmännchen an. Das eigentliche Problem, was da außen ist, ist das, was du dir ausdenkst. Es bleiben Gedanken. Die Frage, ob jetzt die Pixelmännchen, die du da siehst, ob das 36.000 oder 1 Million sind, die Frage stellt sich überhaupt nicht, weil das überhaupt keine Menschen sind. Das ist die Genau, Präzision des Mensch. Denkens. Genau, ganz genau. Und ich mache jetzt nochmal raumzeitlich gesprochen. Wenn du das Video anschaust, dann hast du rechts, wenn man jetzt, die sind ja immer so Vorschläge bei YouTube. Ich sehe dann, ich rede jetzt einmal normal als Udo, ich sehe dann hier die Videos Spiegelberichte. Dann ist hier einer besucht die Hare Krishna-Sekte, die zippe ich kurz an, eine Reportage über die Hare Krishnas. Dann ist irgendeine andere christliche Schweizer Sekte, die dann hier wieder untersucht wird. Und all das Zeug, egal in welchem Glauben du drin hängst, du wirst glauben, dein Glaube ist richtig. Ich habe so oft gesagt, wenn du in irgendeiner Art und Weise mit verschiedenen Meinungen konfrontiert wirst. Ob jetzt das eine Fernsehdiskussion ist, ob das eine Reportage ist, da ist ja auch immer irgendein Journalist, der sich mit irgendeiner Sekte auseinandersetzt. Du sollst beobachten, mit welcher Seite du sympathisierst. Und du wirst dann feststellen, dass du in einer Einseitigkeit hängst. Du musst dir zuerst einmal deine eigene Einseitigkeit bewusst machen. Und dir soll dir eins klar sein: Hättest du einen anderen Schwamminhalt, wie ich das nenne, würde ein anderes logisches Programm in dir laufen, dann wäre das alles für dich vollkommen richtig. Du kannst Fanatiker nicht erreichen. Aber warum sind in deiner Welt eigentlich so viele verschiedene Perspektiven und so viele Fanatiker? Weil du mit deinem Programm auch noch einer bist. Es geht hier nicht um richtig und verkehrt. Dann sehe ich einen Bericht hier, Holocaustleugner-Ehepaar, das angeklagt wird. Das ist lauter so Zeug. In ihrem Alter, die können das gar nicht erlebt haben. Die haben sie irgendein Virus eingefangen. Einer von vielen Möglichkeiten, wo sie sagen, das stimmt, und wenn du das magst, hast du schon verloren. Ja. Da wird es das ein Beispiel, ist nicht verstanden. Und was bei Holofilien geht, dass du zuerst einmal dich darüber erhebst und dir bewusst machst, in welche Einseitigkeit der Logik du drin hängst. Auch die macht dir tausendmal wichtig erscheinen wie alles andere. Aber was du feststellen wirst, dass umso mehr eine hier Feindbilder predigt, umso unbewusster, umso einseitiger ist er. Und jetzt schau mal, ob du noch Feindbilder predigst. Und wenn es Krankheiten sind. Impfgegner, auch ein so ein Bericht. Diese Wahnsinnigen, dann waren dann Kinder, eine Kinderärztin habe ich dann gesehen, die sagt, wie kann man so einen Wahnsinn glauben? Es ist eine Einseitigkeit. Du wirst die Vollkommenheit des Geistes, des Denkens niemals verstehen, solange du dich permanent an Einseitigkeiten und an Widersprüchen festmachst. Wir müssen nicht darüber reden, das hat jetzt nicht, ich mache jetzt eine ganz gezielte Aussage, die du feststellen kannst, die jetzt keine Währung ist, sondern eine Feststellung. Das ganze Medizinsystem, ich sage immer wieder, das sind Krankheitenerfinder, das kannst du im 15. Jahrhundert, das man es jetzt ausdenken bei Paracelsus schon nachlesen. Es ist eine einfache Berechnung, ich habe vor 30, vor 20 Jahren schon darauf hingewiesen, wenn ich immer wieder meine kleine Kleinstadt Weißenburg nehme, die ich mir jetzt ausdenke, das sind Zahlen, die könntest du recherchieren, die sind ja seit gut 30 Jahren, 35 Jahren hat sich in Weißenburg die Einwohnerzahl minimal plus minus 1000 immer gleich gehalten. Wie ich zum Lernen angefangen habe 1972 oder 73, kann ich ziemlich sicher sagen, was es an Ärzten gegeben hat. Es ist mittlerweile fast das Zehnfache. Ich sage immer wieder, sind die Menschen kranker geworden seitdem? Ja, durch die Ärzte.
Es sind Krankheitenerfinder. Es ist ein System des Geldverdienens. Es ist nichts anderes. Es ist der Grundsatz, die Grundanlage dieses Denkens, dieser scheinheiligen Sozialsystems und so weiter und so fort. Ich predige keine Feindbilder, sondern ich erkläre die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Darüber diskutiere ich nicht mit Affen bei eigener Definition. Ich unterhalte mich nur mit Geist, mit dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das ist der Einzige, den ich freimachen kann und den ich freimachen will. Ich kann nur den Geist weichmachen, der träumt, aber niemals eine Figur, die im Traum erscheint. Das zu akzeptieren. Figuren sind Existenzen und Existenzen überleben nicht. Das ist das ganze Denken mit Museen, mit allen, mit heliozentrischem Weltbild, mit geozentrischem Weltbild. Das sind jetzt Worte, wo du Vorstellungen aufbaust, vorausgesetzt, du würdest jetzt die deutsche Sprache sprechen. Aber jetzt ist die große Frage, gibt es überhaupt welche, die bewusst eine andere Sprache sprechen wie Deutsch? Es wird so sein, wie du dir das ausdenkst. Das sind richtige Hammerschläge. Dieses Deutsch, wo ich sage. Es ist diese Welt, diese Erdkugel mit den Völkern, die du dir jetzt aufgrund deines Wissens ausdenkst, mit den vielen, vielen Sprachen, sind auch nur Gedanken. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Komplett anders. Es ist so krass, wie wenn du jetzt dir vorstellst, was kann eigentlich ein Fetus im 9. Schwangerschaftsmonat in der Gebärmutter einer Trockennasenaffin, was kann der von der Welt wissen, wo er hineinwächst, wenn er geboren wird und abgenabelt wird? Das ist der Wechsel von der Matrix 1 in die Matrix 2. Ich habe sehr kindgerechte Beispiele, soweit es möglich ist, überhaupt in deinem jetzigen Basic-Logik-Verständnis klarzulegen. Nichts. Und du bist in der Matrix 2, ist nichts anderes. Es ist, wenn du weiter wächst, wirst du feststellen, es ist komplett anders. Und bei du meine ich immer Geist, rot geschrieben. Etwas, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann. Und dieses Ding an sich, Din Je, sage ich immer wieder hebräisiert, heißt das Gesetz des Geistes. Das ist das Gesetz eines ewigen Geistes. Und das wirst du niemals irgendeiner existierenden Kreatur erklären können. Du kannst es einem Menschen, Trockennasenaffe, bei eigener Definition, einem Enosch, einem sterblichen Säugetier, genauso wenig erklären wie ein Computer. Ja. Das ist der Unterschied von Holophilie. Dann sage ich immer wieder, egal was einer äußert, diese Äußerungen sind in der Regel, wenn wir jetzt einmal in der Welt der Vorstellungen bleiben, wenn einer etwas beweisen mit einer Kameraaufnahme. Du solltest dir den Weißenburg-Vortrag anhören, wo ich zuerst einmal sage, ein Bild ist ein Bild. Das Trügerische, wenn wir jetzt Dennett anschauen, das sind eben diese ganzen Making-of. Es sind ja fast keine Computereffekte, der hat alles echt gedreht. Du verlässt das so nicht, den Wahn zu glauben, dass irgendwas, was du dir jetzt ausdenkst, was jetzt in deinem Traum in dir auftaucht, dass das angeblich in der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise gemacht wurde. Mit Filmkameras, mit IMAX, ganz interessant, das ist ja auf einer IMAX-Kamera gedreht. Im Ach, Ax ist ja Ach, das X. Wir können auch ein HTST draus, ein 400 draus machen, das ist ja auch X in der Umschrift bei Holofeeling. Das heißt, das Meer und der Bruder. Die erschaffene Kollektion oder die schöpferische Kollektion, wenn wir es rot machen, IMAX. Ein Maß für 70 mm Filmaufnahmen. 70 mm. Der Augenblick besteht aus 2 mm, das sind nämlich 70 mm Film. Ich habe mir dabei was gedacht, in jeder Kleinigkeit. Ich ist jetzt natürlich nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Weißt du, der Glaube, die Religion, dieser Wahn der Rechthaberei, alle diese Religionen, gibt es so ein schönes Filmchen, aber muss ich fast einmal schauen, ob das noch da ist. Was ist das jetzt hier? Kleinen Moment. Ah, ich tue mal ganz kurz den Bildschirm übertragen. Ich habe das noch offen. Schauen wir mal schnell, ob es funktioniert. Wenn der Doni da ist, sagt er mal Bescheid. Ruhe. Ja? Habt ihr das Bild? Ja. Ist Religion eine Geisteskrankheit? Habe ich, das war so einige Sachen, wo ich angezappt habe, junge Menschen
Islam, junge Menschen im Islam, das sind so Sachen, wenn du reinschaust, diese Filmberichte, die sind so einseitig. Da wird immer alles, was hier dokumentiert wird, wird als Wahnsinnige hingestellt. Das machen wir mal, Religion ist eine Geisteskrankheit. Die eigentliche Weltreligion, weiß ich nicht, ich bin doch schon darauf hin, ist materialistischer Glaube. Das heißt, materialistischer Glaube geht davon aus, dass da außen eine Welt ist, auch wenn du nicht dran denkst, und dass die Welt auch schon in der Vergangenheit da war, bevor du sie gedacht hast. Das gilt übrigens auch für alle Religionen, wo ich sage, alle Religionen glauben letztendlich an dasselbe, nämlich an das, was Materialisten glauben. Ich bin ein Trockennasenaffe und ich wurde in der Vergangenheit geboren, Sohn vom Sohn vom Sohn, meine Großeltern, diese ganze Hierarchie der Generationen, dieses DR im Hebräischen wird ja als Generation, das habe ich so oft gesagt, die Generationen waren immer DR, das heißt geöffnete Berechnungen. Das ist ganz, dieses simple System ist ein Riesenschlüssel. An der geistigen Oberfläche geöffnet, eine spezielle Rationalität, ein spezieller Glaube, ein Rechensystem, eine persönliche Berechnung. Rot geschrieben heißt es, im Geist geschlossen, im geistigen Kopf. Aus dem Kopf, aus dem roten Kopf kommt überhaupt nichts heraus. In meinen Upanishaden heißt es, vor Beginn der Schöpfung gab es nur Brahman. Das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Tatvamasi, das bist du. Und jetzt ist es hier, dass diese Generationen, ist auch ein Rundgang interessant, das ist von Juden so übersetzt, das Geschlecht, das Lebensalter, das Menschenalter, die Geschlechter, der Kreislauf. Da steht es eigentlich schon alles da, die Zeitgenossen. Normalerweise wird hier immer, wenn von den menschlichen Generationen, die Generation, das Geschlecht Abrahams und so weiter und so fort, das sind aber Gedanken, die jetzt gedacht werden. Und jetzt schauen wir uns mal, ist Religion eine Geisteskrankheit? Die Weltreligion zurzeit ist das materialistische Glauben mit chronologischem Denken und Raumzeit. Religion ist eine psychische Erkrankung, genauer gesagt eine neurologische Störung. Diese stark umstrittene das These... Das siehst du schon, das große Problem. Die Religion ist, dass du glaubst, dass das alles in dem Gehirn drin ist. Das ist die eigentliche Religion, nicht diese ausgedachte Religion. Das Problem ist das mit dem Gehirn. Vertreten einige bekannte Wissenschaftler, darunter Richard Dawkins und Sigmund Freud. Haben wir Religion bisher womöglich nur aufgrund ihrer großen Verbreitung verharmlost? Oder brauchen wir den Glauben sogar, um gesund und glücklich zu sein? Ich will wieder gesund, alle wollen gesund sein, keiner will krank sein, das große Problem der Welt. Man strebt immer Einseitigkeiten um. Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es Geisteskrankheit. Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es Religion. Kann ich nichts dazu kritisieren. Das große Problem, die Wahnvorstellung, jetzt ist, was ist eine Illusion? Da fange ich jetzt nicht nochmal an. Es wird ganz, ganz präzise beschrieben, was eine Illusion ist. Ich sage jetzt dir, mit Christus worden, ihr Menschen, die hier außen zu leben, glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Die These ist natürlich sehr kontrovers. Deshalb möchte ich Sie. Eine These ist immer eine Sichtweise. Es ist übrigens sehr interessant, wenn wir jetzt in die Physik reingehen, dann wirst du feststellen, wir haben drei wissenschaftliche Sichtweisen. Das ist einmal das offizielle newtonsche Weltbild. Das gilt nicht als These, sondern als bewiesen, was ein totaler Blödsinn ist. Dann haben wir die sogenannte Relativitätstheorie. Das ist eine Theorie. Und die Quantenmechanik ist auch eine Theorie. Theorie und These sind Sichtweisen. Das heißt, die gelten noch nicht als hundertprozentig auserkoren. Da sind zwar einige, die sagen, die Relativitätstheorie ist bewiesen, aber da sind so viele Widersprüche drin. Und dasselbe gilt bei der Quantenmechanik. Aber was überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, ist das Newtonsche Weltbild, die Newtonsche Physik. Aber die lässt sich ganz leicht widerlegen. Es ist einfach nur ein Konstruktprogramm, mit dem du zurzeit eine Cyberspace-Welt, eine Traumwelt aufbaust auf der VR-Brille. Die so sachlich und objektiv wie möglich behandeln. Dazu schauen wir uns unterschiedliche Positionen von Philosophen, Psychologen und anderen Wissenschaftlern an. Damit ihr nicht nur eine Sicht auf die Thematik habt, solltet ihr das Video unbedingt bis zum... Ich könnte jetzt sagen, Krankheit, Gesundheit, These, Antithese, was ist das Fazit? Was ist der, der Krankheit und Gesundheit erlebt? Was ist derjenige, der hell und dunkel erlebt, der einatmen und ausatmen erlebt? Je nachdem, an was er gerade denkt. Existiert eigentlich Krankheit und Gesundheit, wenn nicht dran gedacht wird? Existiert das Atmen, wenn du nicht dran denkst? Dir muss klar sein, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, weil wenn du nicht an das menschliche Atmen, nicht einmal, wenn du nicht einmal an deinen Körper denkst, an deine Lunge, immer dran denken, die Vorstellungen, wenn wir hier reingehen in das Hebräische,
Das hebräische Wort für Lunge ist auch das hebräische Wort für Seher. Für richtig halten, gucken, gucken, schauen, sehen, siehe da, siehe, schau an, sehen, das Sehen als Ding an sich, das ist das hebräische Wort für schauen. Wieso heißt es auch Lunge? Da musst du jetzt natürlich das Deutsch beherrschen und dann wirst du feststellen, da unten heißt es schon vollkommenes Es. Bewusstsein ist eine Eheexistenz von Plus und Minus, das jetzt als eine gesamte Welle existiert. Du kannst nicht sagen, ist jetzt die Welle eigentlich ein Wellenberg oder ein Wellental? So oft gesagt. Dasselbe Wort bedeutet die Lunge. Denke, DN, geöffnete Existenz, da, geöffnete Schöpfung, BI, im Nichts, in dir selbst, in diesem Mittelpunkt, der Kamera Obscura, an Vorstellungen, an Spiegelungen, an Darstellungen, dann wird dir plötzlich klar, wieso das in dem Wort das Wort Lunge vorkommt, weil ja eigentlich die Grundradix nämlich auch Lunge heißt. Darstellungen. Geöffnete Berechnung, hebräisch Generation von raumzeitlichen Erscheinungen bzw. raumzeitlichen Spiegelungen in Gott sind Darstellungen in Gott. Diese raumzeitlichen, berechneten raumzeitlichen Spiegelungen Gottes sind Vorstellungen in Form raumzeitlicher Vorstellungen auftauchen, die alle nur deine selbstlogisch ausgedachten Handlungen sind. H-A-N-D. Ich mag es nochmal, für welche, die es gar nicht begreifen wollen. Die Schöpfung einer existierenden Öffnung da unten. Die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Das ist letztendlich ein longitudinal illusionär verlaufendes Hin und Her, ein Auf- und Abschwingen. Was natürlich nie so funktioniert, hell, dunkel, sondern immer so. Denk an die Erdkugel. Entweder denkst du an hell, dunkel oder du denkst nicht an hell, dunkel. Entweder denkst du an Einatmen und Ausatmen oder nicht. Entweder denkst du ein gesund oder krank oder nicht. Du schaust aber immer nur eine Seite an und meinst, die andere Seite ist jetzt woanders oder war zeitlich vorher. Das ist das Problem. Das bringt es auf den Punkt. Am Ende anschauen. Denn es gibt gute Gründe, dass Religion sowohl krank als auch gesund macht. Die gute Gehrunde. Gute Gründe. Geh. Der Geist wird zu einer aufgespannten Erscheinung bzw. zu einer aufgespannten Spiegelung mit neun gelesen. Es gibt gute Gründe. G-U-T, G, eine geistige Runde. Das gibt gute Gründe. Dabei liegt es wie immer an euch zu entscheiden, welche Argumente euch überzeugen. Religion als Krankheit. Ich betrachte die Religion als Krankheit, als Quelle unnennbaren Elends für die menschliche Rasse. Ich gehe jetzt da gar nicht weiter rein. Das reicht an und für sich. Die Weltreligion ist Materialismus. Es ist dieser Zwang zu glauben, Geld erhält dich am Leben. Geld ist für Materialisten Gott. Die vollkommene Entgeistigung eines Volkes, das nichts dafür kann, dass es von dir so ausgedacht wird und du versuchst es wie deinen eigenen ausgedachten Körper möglichst lang am Leben zu halten. Ich sage immer, die Geistlosigkeit, die von dir ausgedachte Elite deiner Welt demonstriert, egal ob das religiöse Elite oder naturwissenschaftliche Elite ist, das ist doch bewiesen. Jeder lebt in einem Wahn, den er geistlos nachplappert, den er vom Hörensagen kennt und den er in seinem Kopf verwirklicht. Umso mehr dir das bewusst wird, weil dir glaube ich, sage mir, gehen die Menschen, die Figuren in deinem Traum, die du dir ausdenkst, sowas von am Arsch vorbei. Asch. Asch ist es Feuer. F, diese Facetten sind euer, nicht meins. Und dann doch wieder die einseitigen Aussagen. Da kommst du mit dieser scheinheiligen Form von Nächstenliebe. Es ist so krank, wenn du siehst, ob das Umweltschutz, ob das Sammeln für Arme ist. Das ist, wenn die Veranstaltungen, wenn sie für die Armen sammeln. Ich habe immer so einen Bericht im Kopf, wie die Kosovo-Krise war. Das sind jetzt solche Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, wo in denselben Nachrichten kann ich mich erinnern, wo ich dann bloß noch in den Kopf schüttel, das ist Scheißdreck, muss ich den Menschen eigentlich in ihren Träumen noch einspielen, bis sie merken, da kann doch was nicht richtig sein, wo ein Bericht ist über die Hungernden in Kosovo, wie die Kosovo-Krise war, der Kosovo-Krieg. Kosovo. Kosovo, Entschuldigung, der Kosovo-Krieg, ihr wisst, ich bin ein wenig durcheinander. Und dann ein Bericht über Wien, über die Bäckereien in Wien, wie sie Brot jeden Tag, wie sie Lastzüge am Brot jeden Tag in Wien, ist aus dem Fernsehen heraus. Ich zitiere jetzt aus Nachrichten.
wie viele Lastzüge hier zu einer Verbrennungsanlage gefahren werden, um die Preise stabil zu halten. Und ich sage, die sammeln in den Nachrichten für diese Hungernden in Kosovo. Was wird wegschmissen? Und wenn Lastzüge vom Brot aus den Bäckereien werden verbrannt, die müssten diese Lastzüge bloß ein paar hundert Kilometer von Wien, ist es da nicht so weit rüber. Ein paar hundert Kilometer weiterfahren, dann hätten die was zum Essen. Jetzt gibt es ja zumindest die Tafel, dass die großen Unternehmen so weit sind, dass sie das, was über dem Verfall ist, zumindest einen Teil an die Tafeln spenden. Wenn aber einer reingeht und aus dem Mitunternehmen was raustut, was sie wegschmeißen, dann wird er welcher Diebstahl angelacht. Ja, genau. Krank. Vollkommen krank. Es ist, und das ist alles normal. Ja, was soll ich machen? Das, was du machen sollst, du Geist, gar nichts, weil Geist mischt sich nicht ein. Ja, wenn alle nicht demonstrieren, das ist übrigens jetzt die Demonstrationen in Berlin, die Politiker, die so entsetzt sind, weil die jetzt den Reichstag gestürmt haben. Es ist, die merken gar nicht, dass die nichts anderes machen wie die Nazis. Es ist natürlich aus ihrer Logik heraus was ganz was anderes. Es ist immer was ganz was anderes, weil deine Logik erscheint ja richtig. Jetzt könnte ich wieder unsere zwei zeitlich aufgespannten Deutschland nehmen, die eigentlich zeitgleich sind, Wellenberg und Wellendal. Ich sage jetzt, dass du mal das Dritte Reich, Ausländer raus, und dann schreien sie Ausländer rein. Es geht mir nicht um, was richtiger ist. Es geht mir um dieses Prinzip, dass die jetzigen Neonazis, die jetzige offizielle Regierung, diese guten Menschen Neonazis vorwerfen, das sind ewig Gästliche, das sind doch sie selber genauso. Sie machen dasselbe, was die damals gemacht haben, bloß gespiegelt. Sie schreien jetzt Neonazis raus. Das Wort Demokratie ist so unendlich pervers. Demokratie ist freie Meinungsäußerung. Es ist ja auch hier, was in der Presse so zumindest angesprochen wurde, jetzt mit dem Verbieten dieser Corona-Demonstration, dass hier wenige Wochen vorher sollte bekannt sein, wie gegen Ausländerfeindlichkeit, dieser Fremdenhass demonstriert wurde, hat die Bundesregierung Beifall geklatscht. Jetzt, wo gegen die Regierung wird, wird verboten. Das Hauptproblem der Demokratie ist, dass du komplett deine Meinung äußern darfst, du darfst bloß nicht keine andere Meinung haben wie die Regierung. Genau. Selbst wenn dann ein Hater ist oder was, der nur schmutzigen Wahnsinn reißt, es ist, ich muss mir Gedanken machen, wenn diese Menschenmasse immer mehr steigt, was an meiner eigenen Politik verkehrt ist. Das sind aber nur Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Bei Holofilien geht es einen ganzen Schritt weiter, weil bei Holofilien ja Gedanken nicht geleugnet waren. Ich bin kein Holocaust-Leugner, der existiert doch jetzt, wir reden doch drüber. Stimmt. Ich behaupte auch nicht, dass es keine Gaskammern gibt. Die sind doch jetzt da, wir denken doch jetzt an Gaskammern. Ich mache keinen Unterschied, ob du was denkst. Für mich gibt es sogar grüne Marsmännchen und Osterhasen. Und sogar einen Gott. Aber natürlich nur, wenn ich dran denke. Wieder zu glauben, dass ein Gott existiert oder nicht existiert, wenn du nicht dran denkst, die Frage stellt sich nicht. Die Fragen beantworten sich alle von selber, wenn du Bewusstsein bist, weil für dich nur das existiert, was du denkst. Und was du nicht denkst, ist trotzdem da, auf einer tieferen Ebene als Seinsmöglichkeit. Was meinst du, wie viele Seinsmöglichkeiten in dir drin sind, die du gar nicht öffnest, weil es dich nicht interessiert? Eine vollkommene Welt. Aber ich kann nicht oft genug sagen, eine vollkommene Welt sieht ganz anders aus, wie du dir eine vollkommene Welt vorstellst. Deine vollkommene Welt ist eine Welt ohne Krankheiten, ohne Grieche. Es wäre eine extrem einseitige, statisch unlebendige Welt. Weil Leben ist eine auseinandergeschmissene Polarität. Und ich kann nur so leben und ich kann nur so leben. Hell, dunkel, hell, dunkel. Und ich kann aber denken, jetzt denke ich an hell und dunkel. Ich bin immer das. Jetzt denke ich an gesund und krank, das brauchen wir, sonst wird es keine Krankenhausfilme geben. Innerhalb der Freundschaft und das ganze Zeug in ARD wie überflüssig. Weil ich immer sage, wenn es keine Krankheiten gibt, kannst du auch die Ärzte wegstreichen. Dann kannst wenn es keine Grieche mehr gibt, wenn es keine Verbrecher mehr gibt, dann muss die Polizei wegmachen. Aber sobald du was wegmachst, entheiligst du das heilige Ganze, das aus unendlich vielen Möglichkeiten im Hintergrund besteht, wo alles gleichzeitig ist, weil es heil ist.
Das muss verstanden werden. Sehr Und gut. es wird niemals irgendeine Information von dir verstehen. Niemals. Prinzipbedingt. Heiligkeit ist was Ewiges. Nicht einmal der, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst. Das ist ja die Falle bei Holofeeling, wenn an ihr Ego ihre Hybris aufblasen, wenn sie laufen und sagen, ich habe es ja verstanden, da kommt dann auch immer noch dazu, ich bin natürlich nicht der jetzt. Ja, genau. Es ist ein Ego-Gefühl. Hybris ist ein Ego-Gefühl, was Verstand zu haben. Wenn du wirklich verstanden hast, hat sich das aufgelöst. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche gesagt, du hast den Punkt erst erreicht, wenn du, Geist, wenn du jetzt an irgendjemanden denkst, meinetwegen an den Udo, an den Holger, an die Ritter als die Krone der Schöpfung, wenn du hier oder an den, der jetzt vom Computer sitzt, den du sinnlich wahrnimmst, diesen Körper, wenn du dich nicht so gelöst hast, dass du nicht mehr das Gefühl hast, ich bin der und die anderen bin ich nicht, die ich mir ausdenke, sondern dass für dich der Gedanke an das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, genauso ein vollkommen dir gleichgültig erscheinender Gedanke ist, als wenn du an irgendjemand anderen denkst. Ja. Wenn da kein Unterschied mehr ist, wenn ich an den Udo denke oder ich denke an den Holger, ist für mich überhaupt kein Unterschied. Das sind nur zwei Gedanken. Und der eine wie der andere existiert nur, wenn ich ihn denke. Dann hast du dich abgekoppelt. Dann bist du allein. Das All-Eine, das bedeutet Holofeeling. Da bist du alles, aber nichts Spezielles davon. Weil du eben immer alles bist. Wo du immer aus diesen Filmmöglichkeiten eine Facette hochhebst. Das ist das höhere Bewusstsein, das in allen heiligen Schriften beschrieben wird. Und da kann ich auch nicht oft genug darauf hinweisen, Religionen, da sind wir gerade kurz drauf eingegangen, ist organisierter Wahn. Es ist der Wahn zu glauben, dass irgendeine einseitige Vorstellung, eine Vorstellungswelt, die man in sich aufbaut, mit einem einseitigen Glauben, dass der richtig ist wie eine andere Vorstellungswelt. Das sind nur komplexere Perspektiven der Tasse. Der weiß, dass das alles, jeder Glaube, eine winzige Facette wieder von einem Überglauben ist. Katholiken, Protestanten, Zeuge Jehovas sind Facetten aus dem Christentum. Christentum wiederum ist eine Facette aus dem Judentum. Da gehört aber auch zum Judentum, wenn man das weiß, der Islam dazu mit all den islamischen Facetten. Habe ich übrigens auch ein schönes Video gesehen, was sind die Sekten im Islam? Da kommt immer wieder der Meister, bla 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 bla, wenn er dann erzählt, der Sachgang erklärt genau, dass die Christen hier zersplittert sind in Sekten, in 71 glaube ich, und die Moslems sind in 72 Sekten und die 73. Das ist die einzig richtige und das ist das, was der große Meister den ihr anhängt. Und das ist, wie drückt er das aus? Das ist gesichert historisch überliefert und das ist die einzige Wahrheit. Das ist immer in dem großen Wahn. Das ist die einzige Wahrheit und alle anderen haben nicht recht. Und ich sage dir, jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Das ist eine Richtung, eine Facette aus einem riesengroßen Komplex, wo du rausziehst. Und das macht ja auch die Lebendigkeit aus, Udo. Ich kann jetzt zum Beispiel hier die Tasse nehmen. Ich kann jetzt die Tasse nehmen und ich sage, das ist mein Wohnzimmer. Stimmt doch ein bisschen. Ich könnte auch sagen, meine Küche, aber gut, das ist jetzt in meinem Wohnzimmer. Ich kann jetzt aber sagen, hier, das ist die Lindenstraße. Ich kann sagen, das ist Weißenburg. Ich kann sogar sagen, das ist Deutschland. Wieso ist das Deutschland? Weil das eine winzige Facette aus Deutschland ist, das ich mir natürlich jetzt ausdenke. Dieses Prinzip musst du verstehen. Das ist kein blödes Geschwätz. Ich kann immer nur sagen, das überragt philosophisch die Liebe zur Weisheit, die absolute Weisheit, das ist symbolisiert in der Physik. Das Physik ist auch Religion, das ist die Weltreligion. Die präziseste, was die Formeln anbelangt. Aber trotzdem ein Untersystem von der Dora. Weil die ganzen physikalischen Formeln, sage ich immer wieder, die zeige ich dir schön der Dora, bis hin zur Einstein-Formel. Bloß ganz anders dargestellt, unser Gimmel. Das klingt so unglaublich. Was ist unglaublich? Unglaublich ist zum Beispiel, wenn einer behauptet, dass er ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Ist das wirklich unglaublich? Ist das wirklich unmöglich? Was sind alternative Fakten?
Selbstverständlich gibt es alternative Fakten. Ich muss bloß wissen, was das Wort Faktum bedeutet. Tausendfach erklärt, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, die dort besteht, dass ich was denke. Das ist das Faktum. Der Vorgang des Denkens ist das Faktum. Kommt noch mal was dazu. Hallo. Hallo. Ich grenze da gerade rein. Der Vorgang des Denkens ist das Faktum. Ich kann das immer wieder bloß sagen. Ich kann doch das auch anders denken. Dann habe ich eine Alternative dort. Ich denke mir jetzt an weißen Osterhasen und dann denke ich mir dann noch an roten Osterhasen. Das ist ein anderes Faktum. Das ist eine andere dort, ein anderer Gedanke. Die Schwierigkeit zu glauben, dass da außen eine Welt ist, die so ist, wie du glaubst, dass die da außen ist und dass die auch dann da außen ist, wenn du sie dir nicht ausdenkst, zum Beispiel das heliozentrische Weltbild, machen wir das einmal ein wenig größer, dass da außen auch dann eine Erdkugel ist, wenn du nicht dran denkst, das hat mit einem Faktum überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Faktum in dem Moment, wo du das heliozentrische Weltbild dir mit diesen Sonnen und den Planeten und der Erdkugel mit dem Mond, der drumherum kreist, denkst, dann ist es ein Faktum. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es ein nicht gedachter Gedanke. Da außen ist überhaupt nichts. Jetzt könnte ich wieder in aller Strenge sagen, halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Ja. Ja. Und glaub mir, ich ziehe jetzt die Spannung, ich sage, ich drehe die Spannung an dem Weidezaun deines Glaubens, an dem du dich festhältst, in dem du dich selber einsperrst, wie eine dumme Kuh oder ein dummer Stier. Wo du eigentlich raus könntest, aber du hast Angst, dass du an den Weidezaun hinkommst. Ich sage mal, ob du dich festsetzt oder sonst was. Ich werde jetzt die Spannung ganz gewaltig hochdrehen. Mhm. Es wird immer mehr Schmerzen bereiten, loszulassen. Beziehungsweise das Loslassen bereitet keine Schmerzen. Wir haben schon wieder zwei Sachen. Genau. Das Schmerzen kriegst du durch das Festhalten. Genau. Mhm. Ja. Es macht keinen Sinn, an irgendwelchen Gedanken, die du dir denkst, festzuhalten. Du wirst nichts Neues erleben. Du wirst immer wieder in ständig größeres Murmel dir von Moment zu Moment, was du bis in alle Ewigkeit diese Scheiße mit Überlebenskampf und an Geld zu kommen und dich am Leben, diesen Körper am Leben zu halten. Es wird dir nicht gelingen. Mhm. Ich kann immer wieder sagen, die Auflösung deines Körpers ist der einfachste Akt, den es überhaupt gibt. Das passiert jedes Mal, wenn du nicht an ihn denkst. Das Problem ist nicht die Auflösung, sondern was du immer wieder hartnäckig als dieser Körper durch diese Verwechslung, damit ihn immer wieder ins Leben holst. Mhm. Und es klingt nur unglaublich, solange du das mit einer materialistisch normalen Religion, mit einem normalen Glauben betrachtest. Ja. Die Ursache ist dein Wertesystem, das das Leid erzeugt und nicht das, was eigentlich ist. Ja. Stimmt oder stimmt? Du darfst es selber entscheiden. Darum selber Holofeeling. Holofeeling hat nichts mit irgendeiner ausgedachten Religion zu tun. Ja. Es ist ein Spiel, das spielt nur der Geist, der mich jetzt sprechen hört, mit sich selbst. Alles an Menschen und alles an Religionen sind alles sekundär. Es sind Erscheinungen, es sind einfach nur existierende Erscheinungen, die so lange existieren, solange du dran denkst. Und als träumender Geist, sag ich jetzt bewusst, setz dich als träumenden Geist, suchst du dir das nicht raus, was du träumst. Mhm. Aber du steuerst es trotzdem mit dem Glauben. Was ich von dir opfere, ist, dass du mir jetzt deinen jetzigen, fehlerhaften Glauben schenkst, dieses Haar. Mhm. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dann kriegst du mir ein vollkommen neues. Wenn du das versuchst, am Leben zu halten, wirst du bis in alle Ewigkeit dich narren. Ewigkeit dauert ewig. Du hast noch keine Vorstellung, was Ewigkeit bedeutet. Mhm. Was dich drin festhält in diesem Gefängnis des ständigen Wiederholens vom selben, das hat nichts zu tun mit Zeitaltern. Das Spiel spielst du schon seit Jahrtausenden, weil du ich bist. Ich habe das vor 2000 Jahren aufgehört. In deiner Personifizierung läuft es so weit. Jetzt ist das natürlich wieder Vorstellungen, die wir uns jetzt denken. Sag ich da genau, klar. Ich halt dazu. Klar. Den Preis, den man dafür zu bezahlen hat, der ist sehr, sehr gering, weil man weiß, was man dafür bekommt. Er erscheint aber unendlich teuer, wenn dir das, was du zurzeit wertschätzt, als wichtig ansiehst. Ja, genau. Ganz genau. Mach dir mal Gedanken, was für dich wichtig ist. Dein momentaner Glaube, der Intellekt, der gar nicht dein Intellekt ist, dein Schwamminhalt oder Geld? Hm. Das ist Gott für dich. Im Maße zu deines Glaubens.
Es gibt ganz, ganz wenige Aussteiger, die hier anders denken, aber dort es nur Gedanken von dir sind, haben die das eh nicht verstanden. Das sind so kleine Genau, Lichtfetzchen, die in dir genau. auftauchen lassen, aber geh nie davon aus, dass ein Gedanke, ein Mensch, ein Trockennasen auch über eigene Definition irgendwas verstehen könnte. Und betone ich ja auch immer wieder dieses zu sagen, das ist eine Sekte, Holofilling ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk richtet sich nur an einen Allereinzigen. Nämlich an den, der sich Holofilling ausdenkt. Ob du jetzt da positiv oder negativ gesinnt bist, weil das ist wichtig, nicht das Positive und das Negative. Nicht das Arm oder das Reich, das gesund oder krank. Diese Erkenntnis ist wichtig. Was ist die Ursache für das, was du denkst? Für das, was du glaubst? Du selbst, rot geschrieben. Du brauchst prinzipiell wie ein Computer, ein Programm, brauchst du einen gewissen Glauben, ein Intellekt, wenn man das auch so nennen, Verstand. Computer braucht ein Programm. Das ist die Trinität. Der Heilige Geist ist ja immer die Gnede, die dich symbolisiert. 200 ist Rosh, der Kopf. Die 200. Das Rot ist das nicht denkbare, der Adam, der Rote, der ja schon denk- und ausgedachtes ist. Dann haben wir Gram. Können wir jetzt auch. Der Reisende, der in der Fremde übernachtet, das ist der Adam, der träumt, ohne dass er weiß, dass er träumt, dass er nur seine ständig wechselnden Informationen sieht. Und die Gnede ist ja ganz interessant. Das ist ja Ken-Ede. Ken ist das Fundament. Hebräisiert Ken, Efunda, Mendior, etwas sich überlegen, du bist der Immerseiende und Lügen verbreiten. Und dann haben wir noch Ede. 70, 405 heißt jetzt. Das ist die 200 Gramm rote Gnede. Jede Kleinigkeit, habe ich früher mal wieder gesagt, mein Barbie-Puppen-Beispiel. Bar heißt das Äußere, Bi heißt in mir. Das ist die Frau, die Barbie. Und der Mann ist der Ken. Ausgedachterweise. Und das Ganze kommt vom Mat-El. Nichts ist Zufall in deiner Welt. Nichts. Das, was dir zufällt, ist pur. Das Los, das Schicksal, bestimmst du selber. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, die eine unvollkommene Entscheidung ist. Fahre ich jetzt an der Kreuzung rechts oder links? Ich habe das so oft erklärt. Denk an das Videospiel. Du öffnest mit jeder einseitigen Entscheidung bloß eine mögliche Zukunft, die aber nur aus ständig wechselnden Bildern im Jetzt ist. Die anderen Möglichkeiten sind trotzdem im Hintergrund, die wirst du nie zu sehen bekommen, weil sie dich nicht interessieren. Weil du ja immer bloß Einseitigkeiten anstrebst. Und die zeigen jetzt, wenn ich unseren Christopher Nolan nehme, vom Tenet, anfängt beim Memento, Insomnia, Schlaflos, Inceptions, Interstellar, da ist das alles schon drin. Und immer dran denken, ich predige keine Feindbilder, diese spezielle Relativitätstheorie, die jetzt zum Beispiel Interstellar, diese Vorstellungswelten, die sich aufbauen, die basieren ja auf dieser Physik der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber ich darf mir das nicht, ich muss die Endkonsequenz sehen, dass die Formel ein einziges großes Problem hat, das ist das Wurzelproblem. Dass es letztendlich alles im Meer nichts ist. Selbst wenn was da ist, ist es nichts. Das ist unser HWH, das sich übrigens das hebräische Wort für Gegenwart ist. Ich sage immer die Höhe. Du hast eine Breite, hier ist alles in dem Punkt. Dann spannen wir zuerst eine Breit-B-Rei im Spiegel, ist dieses TE, dieser erscheinende Augenblick. Dann hast du eine Höhe und die Tiefe auf der Fläche, bin ich im letzten Selbstgespräch darauf eingegangen, die ist schon eine Illusion. Jetzt kann ich das natürlich umdrehen, dann gehe ich aber schon in die Transfer. Du hast eine unendliche geistige Tiefe. Da musst du aber hier und jetzt in dich selbst, in dein Bewusstsein, in diese geistige Tiefe hinabsteigen, aus der letztendlich alles als träumender Geist, was du dir überlegst, kommt von unten. Und das hat nichts mehr mit Vergangenheit und Zukunft zu tun, auch nicht mit vor dir oder hinter dir. Eine Abstraktion.
Ja. Wenn du als Gedanken von dir auf, du hast genügend damit zu tun, dass du dich selber aufbist, das, was du bist. Das ist das Geschenk. Absolut. Das muss gut sein, das muss dir nochmal gesagt werden. Spitze. Will man noch eine Runde Mensch? Okay.